Hey Friends, heute widmen wir uns wieder dem Aito-Drama. Ist ja nicht so, als gäbe es momentan Spannenderes auf der Welt. Tut es tatsächlich nicht, ja, weil aktuell Aito läuft und der Drama ist da, so, das Drama. Genau, heute geht es um den Beef rund um Dana, die anderen Girls, Wilson, alle. Einfach alle so. Thema, Dana kam rein und alle waren so. Wer ist die? Warum ist sie drin? Literally fast jedes Girl in der Show hat über sie hergezogen und hat gesagt, hey, sie ist ein No-Name, sie ist nur da wegen ihrem Ex. Gigi und sonst hat sie keine Persönlichkeit, sie ist unlustig, also auf den. Und das ist natürlich schon eine Herangehensweise, die jetzt nicht unbedingt für die Leute spricht, die so über sie sprechen. Ganz gleich, was sie jetzt gemacht hat oder wie sie ist, ist es ja grundsätzlich jetzt keine total tolle Eigenschaft, wenn man das Bedürfnis hat, die andere Person abzuwerten und zu zeigen, wie kacke die andere Person ist. Das müssen wir mal festhalten, egal wie recht die Mädels jetzt letztendlich haben oder nicht. War das auf jeden Fall die Energy, die Dana bekommen hat. Und ich dachte, das Thema wird, glaube ich, weiterhin aufkochen. Sie hat jetzt mittlerweile ja auch mehr oder weniger schon bestätigt, dass sie tatsächlich mit ihm was hatte vor der Show. Und jeder sagt, ja, wir hatten was. Aber es war nie was Ernstes. Wir haben nur uns kennengelernt. Wir haben ein, zwei Mal was miteinander gehabt. Also letztendlich erfahren wir halt nie, was genau Sache ist. Und ich dachte, ich sammle mal ein paar Stimmen zusammen und wir reden mal darüber und hören uns an, was jetzt da los ist. Was sagen die Beteiligten dazu? Ich habe heute Dana ein bisschen Wilson, aber durch so Stories, auf die er geantwortet hat, natürlich eine Laura M., die Blond, Laura Blond, sorry, und eine Nadja. Und jetzt schauen wir uns an, was das verdammte Problem ist hier. Ich erkläre euch jetzt mal meine persönliche Einschätzung dazu und was für mich ein sehr, sehr grundlegender und großer Unterschied ist. Also, fangen wir mal bei Nadja und Nicola an. Die beiden hatten vor Aito eine Kennenlernphase, eine sehr intensive Kennenlernphase und die sind dann zu Aito reingegangen. Die sind reingegangen und wussten, worauf sie sich einlassen. Die beiden hatten ihren Spaß, die haben dort Leute kennengelernt, dort, haben dort rumgeknutscht und dort. Sie haben das Spiel Aito gespielt. Also ganz plump gesagt, die Performance hat darunter nicht gelitten. Und klar, als ich das mitbekommen habe, da war ich geschockt, genauso wie die anderen. Ich dachte mir so, hey, könnt ihr mal ehrlich sein? Oder wieso macht man sowas überhaupt? Das ist voll unfair. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich rechne Nadja wenigstens hoch an, dass sie sich da hingesetzt hat vor alle Kameras und den Mut aufgebracht hat und ehrlich war und gesagt hat, hey Leute, so, es ist so und so. Wir hatten davor diese intensive Kennenlernphase, ich kann nicht mehr. Deswegen bin ich auch so, wie ich bin. Ich halte es nicht mehr aus, Punkt. Und sie hatte wenigstens den Mut, ehrlich zu sein, was andere bis heute einfach nicht können. Ist es so, können wir sagen, dass die Nadja letztendlich einfach eine heldenhafte Darstellerin ist, die den großen Mut aufgebracht hat, zu zeigen, wie es richtig geht? Können wir ihr diese Medaille geben, diese Silbermedaille geben? Oder ist es ein bisschen weit hergeholt? Weil, honestly, sie ging ja da rein mit dem Vorhaben, andere zu täuschen. Sie hatte einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, und zwar Nicola. Nee, aber die hatten ja eine Vereinbarung, dass sie so tun, als würden sie sich nicht kennen, obwohl sie vorher miteinander was hatten. Also ist es eine Täuschung. Und unter welchen Bedingungen hatte sie dann diese heldenhafte Tat vollbracht, dass sie dann sich hingestellt hat auf dem Podium und allen die Wahrheit erzählt hat, erst als ihr Herz gebrochen wurde? Also so heldenhaft finde ich das jetzt nicht. Ich glaube, das war dann einfach nur, weil das Girl nicht mehr konnte, was ich, wie gesagt, nicht verstehen kann. Aber letztendlich würde ich jetzt nicht sagen, komm, die ist einfach so ehrenhaft. Sie hat die Wahrheit ausgesprochen. Aber ich muss der Laura recht geben, ihre Performance hat nicht drunter gelitten. Also ich würde Nadja definitiv 1+ geben für ihre Performance bei Aito. Die hat direkt losgelegt, hat direkt für Drama gesorgt, die war da. So, ungleich einer Emmy oder, ja. So, und jetzt hören wir uns die Person an, um die es auch wirklich geht, dass sie sich auch mal dazu äußert. Und das ist sie, Dana.
So, darauf möchte ich ein bisschen ausführlicher eingehen. Was sagst du dazu, dass Naya sagt, sie war wenigstens ehrlich, hat es zugegeben und du nicht? Also erstmal hat sie es ja nur zugegeben, weil es ihr too much wurde, ihre Gefühle sie überrumpelt haben. Ansonsten hätte sie es straight durchgezogen. So, zweite Sache, ich habe es nie abgestritten. Ich habe ab Tag 2 oder Tag 3 gesagt, ja, wir hatten was. So, und das, was sie meint mit, ja, ich habe mit ihr geredet und sie meinte, das stimmt nicht, war eine ganz andere Sache. Sie hat mich nämlich auf ein Event in München angesprochen, so, und da war nichts. Und was soll ich dazugeben, wenn da nichts war? So, und die Sache mit Ozan in Hamburg ist eine ganz andere Geschichte. Und da habe ich auch nie irgendwas abgestritten. So, aber schauen wir mal, was jetzt in der nächsten Folge noch kommt. Und zu einer anderen Sache, weil eine andere gewisse Person sagt, ja, bei mir ist es ja einfach kacke, weil ich habe ja einer Frau einen Platz weggenommen. Dann frage ich mich, was haben dann Nicola und Nadja gemacht? Sie hat auch was mit Ozan? Nein, das Girl soll machen, worauf sie Bock hat. Also sie hat wohl in der Show ja auch gesagt, dass das stimmt. Also, dass sie was mit Wilson hatte. Aber ich glaube, sie hat da auch nochmal verdeutlicht, dass bei ihr, wenn sie quasi mit einem Mann was hat, das direkt so hoch gepusht wird, als wäre sie vergeben. Andere dürfen was haben mit den anderen Männern. Ich glaube, auch eine Laura hatte was mit einem Kelvin und solche Sachen. Aber bei ihr wird es halt voll auf die Goldwaage gelegt. Und ich muss jetzt hier einen Punkt geben, weil Laura kritisiert die Tatsache, dass Dana vorher mit Wilson was hat oder einen Mann sitzen hat. Wir wissen natürlich jetzt nicht die Wahrheit, weil uns natürlich keiner die Wahrheit erzählt. Ob die jetzt schon mit dem Fingerschwur gesagt hatten, dass sie zusammen sind oder nicht, we don't know. Aber wohl faktisch, was da lief und was dann Status quo war, weiß man ja eigentlich nicht, außer wenn ich jetzt das Dana so entnehme, ihre Aussagen so entnehme, dann waren die wohl nicht zusammen, die hatten nur was. Weil sonst wäre es natürlich nicht cool. So, und ich muss jetzt wirklich dann auch sagen, Thema Laura Blond, an dieser Stelle würde ich da jetzt nicht sagen, dass Nadja und Gloria oder Nadja jetzt besser gehandelt hat, weil letztendlich hatte sie das Gleiche vor oder weiß ich nicht, ob das nicht sogar schlimmer ist. Sie war vorher in einer Kennenlernphase mit einem Mann und beide haben dann gesagt, okay, Hand drauf, wir gehen jetzt sogar beide rein, nicht nur einer. Also nicht nur, dass einer sagt, okay, ich gehe jetzt in die Show und danach schauen wir weiter, ob das zwischen uns noch funktioniert, sondern wir gehen jetzt beide rein, tun dann aber auch so, als würden wir uns nicht kennen. Also ich finde, ich hätte es nicht mal so schlimm gefunden, wenn beide gesagt hätten, ey, wir hatten was vor der Show. Also wen juckt das? Wir hatten noch drin Mark Robin und ich glaube, die Ex von Mike Heiter hatten auch was oder so und das wurde ja auch gedroppt. Also wir sind Menschen, wir sind Erwachsene, wir haben solche Sachen miteinander. Und ich verstehe nicht, warum man da so eine große Sache draus macht, um dann selber in die Falle zu tappen und zu heulen. Also das ist halt ein bisschen schlecht durchdacht, muss ich sagen. Deswegen an dieser Stelle würde ich halt sagen, ich glaube, ich rieche schon einen Hauch von Eifersucht gegenüber einer Dana. In dem Sinne, dass sie vielleicht wirklich gut ankommt bei den Männern und die Frauen eher nicht damit klarkommen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich finde, das Maß an Gegenwind gegen sie fand ich schon heftig, weil so habe ich es bei keiner anderen Frau erlebt und ich kann mir schon vorstellen, dass die Tatsache, dass sie da auch mit einem Gigi zusammen war, da vielleicht bei vielen auch für Neid gesorgt hat, die selber sich vielleicht auch so einen großen Reality-Star an deren Seite gehabt hätten, weil es nun mal auch bei der Karriere hilft eventuell. Kann ich mir vorstellen. Und nebenbei ist sie auch noch, ne, ganz hübsch. Und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass die eine oder andere Angst hat, dass sie ihr da die Show stiehlt. Ich habe aber auch schon mal gesagt, ich finde jetzt Dana eine sehr hübsche Frau. Ich finde trotzdem, Trash und Unterhaltung ist für mich persönlich jetzt nicht nur gut aussehen. Also ich finde, sie sieht gut aus und mag auch sein, dass viele Männer sie gut finden. Ich finde aber im Dinge Trash, wenn ich daran denke, wer mich unterhält, denke ich nicht an Dana. Das ist auch nichts Negatives. Sie ist eine hübsche Frau, das gehört eben auch dazu. Das ist ein guter Mix in einem Cast, dass eben auch einfach nur, nur hübsche Frauen drin sind. Und ich würde jetzt aber auch nicht sagen, man kennt sie nur durch Gigi. Sie hat vorher auch ihre Karriere gehabt und sie hat definitiv ihre Daseinsberechtigung. Da bin ich ja schon mal heilfroh, dass viele von euch das auch gecheckt haben.
weil ich habe es nicht ausgelacht. Hätte ich das gemacht, wäre zu 100% das Ganze im Schnitt drin gewesen. Ich war einfach nur im Pool und hatte meinen Spaß. Ich wollte mich ablenken von der Gesamtsituation. Ich war maximal antrunken. Und ja, weil ich habe das auch überhaupt nicht mitbekommen. Also ja, das mal dazu. So, sie spricht jetzt auf Folge 5 und 6. Da kommt es ja auch nochmal zu einer Situation zwischen ihr und Jenny Iglesias. Ich muss sagen, Jenny, ich habe echt gar keine Ahnung, was mit ihr los ist. Also ich habe irgendwie gedacht, die ist irgendwie krass, aber irgendwie ist die krass, aber auf einem anderen Level. Und ja, hier gab es eine Situation, wo davon ausgegangen wird, dass die Nadja die Dana ausgelacht hätte, und sie erklärt hier, dass sie sie eigentlich nicht ausgelacht hat. Ich müsste mir die Szene nochmal anschauen, aber das hat ja ein ganz großes Drama hervorgerufen, auch zwischen Jenny und Nadja. Na, ich werde dazu auch nochmal ein Video machen, wo ich mir auch denke, so, ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, ist alles okay bei Jenny? Are you okay? Also so, brauchst du was? Sag einfach Bescheid. Dann hol ich es dir, weil irgendwie ist es ein bisschen unangenehm, was du da machst. Also ihr wisst ja, diese Entengeräusche, die sie da die ganze Zeit gemacht hat. Und ich dachte, Jenny ist so eine Fuego, selbstbewusste so eine Frau. Und ich habe mich weggecringed. Bis jetzt finde ich die Performance, muss ich sagen, girl. Ich habe da so viel mehr Hoffnung gehabt. Und ich finde es schon ein bisschen Autounfall. Auch wenn sie viele feiern. Weiß ich nicht. Irgendwie finde ich es ein bisschen cringe. Unangenehm. Aber so sehe ich das. Ja. Also erstens habe ich ihn ja nicht draußen sitzen gehabt, weil ich habe den ja direkt mit nach Thailand genommen. Oder besser gesagt, wir waren ja beide in Thailand. Also ich kann eure Ansichten zu dem gewissen Grad verstehen, ja. Aber ich muss halt einfach sagen, ich dachte mir, ich war mit der Wahrheit am ehrlichsten. Ich war einfach straight und hab's rausgehaut, dass die anderen das auch verstehen, wieso, weshalb, warum ich da drin so war. Ja, also ich finde einfach, ist was anderes, wie die beiden das machen. Die machen das ja gezielt. Aber ihr werdet das in Zukunft sowieso erfahren, weil das wird alles rauskommen. Da ist so viel passiert im Hintergrund, was ihr gar nicht wisst. Ihr werdet das selber sehen und dann werdet ihr das auch, glaube ich, besser nachvollziehen können, was da in Zukunft alles passieren wird und rauskommen wird. Aber ich kann euch zu einem Großteil verstehen. Nur ich sage euch auch ehrlich, es ist mittlerweile für mich schon so gut wie verjährt. Ja, das kann ich jetzt. Okay, also ganz viele Eventualitäten, die wir sehen werden, weil eventuell wird das passieren und dann werden wir gucken, eventuell erfahren, was noch war und. Also ganz viele Fragezeichen und ganz viel Spannung auf jeden Fall in der Luft. Was werden wir sehen? Ich weiß jetzt nicht, ob sich da noch mehr entpuppt als die Tatsache, dass beide einfach kurz was hatten und da Hoffnung waren. Also wirklich eigentlich die typische Geschichte und Leier. Sorry, dass ich so sagen muss. Und ja, die da sich da verkalkuliert hat letztendlich. Egal was jetzt war, ob da noch irgendwie sein T-Shirt vor der Garagentür lag und das irgendwie in ihren Augen große Bedeutung hat oder er seine Socke da auch nochmal irgendwie im Kleiderschrank hat liegen lassen und das für sie bedeutet, dass er eigentlich sie ausgewählt hat, weiß ich jetzt nicht alles. Also was da alles kommen soll, was den Zuschauern oder für sie rechtfertigt, dass er sich in ihren Augen alleine falsch verhalten hat, weil ich wünschte mir, dass sie selber auch nochmal sehen würde, ey, wir haben es beide verkalkuliert, ich habe das total unterschätzt und nicht ihn an den Pranger gestellt, weil da fehlt mir halt so ein bisschen auch so die Reflexion, weil ich denke mir so, ja, du hast ihn mitgenommen und jetzt sagst du aber, er ist schlimm. Warum? Also mit welcher Berechtigung? Du hast doch die gleichen Sachen gemacht wie er. Heuleise? Nein, sag ich nicht. Habe ich nicht gesagt? So. Wilson hat sich natürlich dazu geäußert. Das war, was war er? Das war der Hustler. Am Hustler. So, da eine Fragerunde gemacht. Und da hat jemand gesagt, was sagst du zu Lauras Provokation? Er antwortet, die ist auf den Kopf gefallen. Zu viel Botox oder so, keine Ahnung, haha. Also mal unabhängig vom genauen Aito-Vorgang markiert die mich bei Aito-Beiträgen, als wäre ich dabei gewesen oder mittendrin.
Zum Glück war ich es nicht. Das hättet ihr auch nicht verkraftet. Das hätte ihr Ego nicht, auch nicht verkraftet. Okay, was will er damit sagen? Meint er damit, wenn er drin gewesen wäre, dann hätte Lauras Ego es nicht verkraftet, weil er ihr keine Aufmerksamkeit geschenkt hätte oder was? Oder weil er so krass ist oder wie? Weiß ich jetzt nicht. Also, bei aller Liebe, lieber Wilson, die Staffel, die ihr uns geboten habt, war wack. Ich kann es nicht anders sagen, weil leider... ja, also bei aller Liebe, so muss ich jetzt einfach auch mal sagen, so an dieser Stelle, egal wie crazy Laura drauf ist, du kannst jetzt nicht sagen, wärst du dabei gewesen, hätte ihr Ego das nicht verkraftet. Unsere Egos haben es bis heute nicht verkraftet, dass sie uns diese Staffel geliefert hat. Und dazu muss ich sagen, jeder kann machen, was er will, man muss nichts machen. Aber literally, der Boy hat nicht mal geküsst. Muss ja auch nicht, aber ich denke mir halt wirklich, warum geht man zu Aito? Er hat sich benommen, als hätte er wirklich eine Freundin zu Hause sitzen. Und es war einfach, warum? Warum? Also, ich kann es nicht anders sagen. Also, ich glaube schon, ihr Ego hätte es verkraftet, weil sie hätte sich mit ihm nicht beschäftigt. Because it was boring. Meine 5 Euro habe ich schon beantragt, dass sie zurückhaben möchte von RTL Plus zu diesem Zeitraum, als Aito Kids lief. Es war halt nichts. Sorry. So. Und dann fragt hier jemand, schaust du Aito? Und er sagt, nee, hab nur die ersten beiden Folgen richtig geguckt. Die haben da mehr rumgemacht, als geredet jeder mit jedem. Brauche ich mir nicht geben. Das war Are You the One Herpes Edition. Und klar habe ich... Bro, Vanessa, kannst du lesen? Und klar habe ich das alles danach mitbekommen mit Dana und so finde ich... Und klar habe ich das danach alles mitbekommen mit Dana und so, finde das voll übertrieben, äußere mich dazu vermutlich auch noch. So, es wird gemunkelt, dass beide einfach zusammen sind. Er und Dana. Und die wurden wohl hier und da gesehen und so, bla bla bla, whatever. Sollen sie zusammen sein? Who cares? Sei ihr gegönnt. Ich finde, er ist ein Hotter auf jeden Fall. Kann ich nicht anders sagen. Und sie ist ja auch eine Hottie. Also passt doch. Gell? Nur bitte tut uns einen Gefallen, wenn ihr wirklich irgendwie an Herzensangelegenheiten arbeitet und in euren Hinterstübchen an eure Zukunftspläne bastelt, dann lasst doch einfach die Finger von einer Trash-Show. Dann lasst es doch. Also, weißt du, was ich meine? Es gibt ja auch Shows mit Paaren. Geht zu Temptation. Geht zu, keine Ahnung. Macht das nicht. Es kommt doch eh raus, wie man sieht. Man kann sich nicht verstecken vor dem Auge des Zuschauers. The voice of the Zuschauer. Wisst ihr? Lass das mit den Spielchen. Das decken wir alles auf. Und, denkt ihr, die beiden sind zusammen gewesen und die ist da reingegangen, ob wir beide zusammen waren? Und das Thema ist, ich habe jetzt bis jetzt noch nicht viel von Dana mitbekommen im Hinblick auf andere Männer, weil sie andere alle haten. Sie hätte eine Beziehung, aber sie hat noch nicht mal gezeigt, ob sie da auch Performance macht, sozusagen, wie Laura jetzt gesagt hat, ob sie da auch was macht mit anderen oder nicht. Weil wenn sie das durchzieht, dass sie da auch sich nichts macht und kaum flirtet, dann ist es vielleicht eher auch nochmal ein Punkt dafür, dass die anderen recht haben, ne? Dass er zu Hause zu ihr gesagt hat, du fasst da keinen Mann an, ne? Und dann ist es wirklich nicht fair, finde ich. Also, wenn du eigentlich deine glückliche kleine Liebesbeziehung zu Hause hast und dann sagst, nee, ich nehme die schon mit. Wir verstehen den Business, wir verstehen den Drill, aber dann verstehe ich auch, dass Leute sauer sind. Ich verstehe nicht, warum man dann sagt, Laura, blond, mundtot, ne, sag nix, äußere dich nicht, weil Dana ist krass. Ja, Dana ist krass und auch andere sind auch krass, aber ich verstehe es auch, wenn man sagt, nee, das ist nicht fair. Es ist total, warum soll ich unglücklich und Single sein und in eine Show gehen und meinen Lebensunterhalt verdienen und du bist glücklich und vergeben und gehst in die gleiche Show und tust, als wärst du vergeben. Was soll das? Wir müssen beide elendig Single sein, unglücklich Single sein. Ich gönne das nicht.
Also wirklich Drama, 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 Drama. Hat jemand Drama gesagt? Drama. Es ist köstlich. Das ist das Witzige ist, das passiert, also das meiste, was in einer Show passiert, was Drama hervorruft, hat eigentlich mit der Show fast nichts zu tun. Das ist fast nie was, was in der Show passiert, sondern es ist meistens das, was außenrum passiert. Also 50-50 schon. Also vieles, was in der Show passiert, aber auch vieles, wo du dir denkst, das kommt von außerhalb, wird mit reingenommen. Also diese ganzen Dramen jetzt sind Dinge, die außerhalb passiert sind und dann mit reingenommen wurden in die Show und dann Katastrophe. Sagt euch. Deswegen benehme ich mich, bin ich ein Bürger, der keine Schandtaten ausübt, genau damit ich solche Dramen nicht habe. Sagt mir gerne eure Meinung dazu. Ich freue mich und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dann, ciao.